Hallo ihr Lieben und willkommen zurück bei Animalika. So, unser Haus wird ja langsam. Hunde! Dann schauen wir uns mal weiter um. Ich habe mir nochmal den Trailer angeguckt. Und da habe ich etwas gesehen. Und zwar, wenn wir uns diesen Hammer hier nehmen. Jetzt dauert es da. Diesen hier, das müsste der sein, ne? And other place. Das müsste dieser Sledgehammer-mäßig schon fast sein. So ein Vorschlaghammer. Mit dem kann man, glaube ich, Sachen wieder abbauen. Dann würde ich mal versuchen, bevor wir uns da hinten... Ich würde mich danach nämlich ganz gerne um die Felder kümmern. Würde ich mal versuchen, ob wir diese Werkbank damit abbauen können. Und schauen, ob wir die vielleicht bei uns irgendwie hinstellen können. Zumindest das Lagerfeuer könnten wir dann auch. Den Baum müsste ich dann mal noch weghacken. Bärenfalle, Vorsicht, ist weg, ne? Ja. Das wäre nämlich super. Vielleicht können wir sogar noch ein paar andere Sachen mitnehmen. Da war ja auch noch die andere Hundehütte und so. Dann kann man sich so peu à peu auch Sachen zusammensammeln. So ein Grab vielleicht jetzt eher nicht. Ach, guck mal, die Bäume sind hier auch. Hatte ich die nicht alle mitgenommen? Sind die nachgewachsen? Oder habe ich den hier vergessen gehabt? Müssen wir mal drauf achten, ob die... Nee, aber warum sollten die nachwachsen? Weiß ich jetzt nicht. Meins. Auf jeden Fall brauchen wir ihn. Also, dann bin ich echt mal gespannt, ob das klappt, weil dann können wir uns echt so ein paar Sachen einfach hier zusammensammeln, anstatt uns die selber herzustellen, wie so ein Futterkrug und sowas alles. So, dann nimm mal diesen Hammer hier in die Hand. Inventarplatz haben wir ja. Das sieht gut aus. So, ich hoffe, ich zerstöre damit nichts. Wir können es ja erstmal mit dieser Kiste hier versuchen. Nee. Scheinbar doch nicht so wirklich. Das ist der falsche Hammer. Warte mal, wenn wir mal hier rangehen. Vielleicht können wir hier noch andere Tools bauen. Pickaxe, Dodge. Das ist eine Axt. Typ Axt steht zumindest da. Also hier geht es zumindest nicht. Aber vielleicht geht das auch nicht, weil das hier ja keine Sachen von uns sind. Wir müssen es mal probieren bei Sachen, die wir gebaut haben. Schade. Ich dachte, das wäre jetzt eine super Idee gewesen. Naja. Eher nicht. Schade. Aber wie gesagt, wir versuchen es gleich mal bei unserem Lagerfeuer. Vielleicht klappt es ja da. Oder oben bei den Kisten, die wir gemacht haben. Dann wissen wir zumindest, dass wir da die Sachen einfach überhaupt nicht mitnehmen können. Ein bisschen schade. Ich weiß halt nicht, ob man diese bauen kann oder ob meine Werkbank jetzt genau dieselben Sachen beinhaltet, wie die Werkbank, die da vorne ist. So, dann nehmen wir uns den hier nochmal mit. Aber nicht mit dem Hammer, sondern jetzt mit der Axt wieder. Immer, immer rufter. Und dann würde ich mich, wie gesagt, mal um dieses, ja, gewächshausmäßige Ding da kümmern und gucken, ob wir da anbauen können, wie das funktioniert. Und dann könnten wir auch mal diese große Brücke da langlaufen, die wir hatten, ne?
bin ich auch schon ein bisschen gespannt, wo es da hingeht. Ach, guck mal, hier mit den Fackeln jetzt. Sieht natürlich gleich viel einladender aus alles. Ach, schön. Gut, dann gehen wir mal zu unseren Kisten und zu dem Lagerfeuer und versuchen unser Glück. Ich bin der Meinung, ich habe da was gesehen in dem Video. Es kann aber auch sein, dass jetzt vielleicht der falsche Hammer ist. So, Lagerfeuer. Nee, damit geht's. Das haben wir jetzt wieder abgebaut. Wir kriegen zwar nicht das Lagerfeuer raus, aber wir haben ein paar Materialien zurückbekommen. Hätte ich da noch länger raufkloppen müssen? Nee, das ging ja jetzt relativ schnell eigentlich, ne? Hier, Wooden Box Edit. Also bei den Sachen klappt's, nur da vorne hat's nicht geklappt. Dann haben wir jetzt ein paar Boxen. Falls wir wieder... Oh, den können wir auch noch mitnehmen. Lagerplatz brauchen. Ich werde ihn trotzdem vielleicht mal mitnehmen auf Reisen. Für den Fall, dass... Ansonsten würde ich mich jetzt wirklich um diese Gewächshäuser da mal kurz kümmern. Vielleicht gehen wir auch erstmal kurz pennen, damit wir es wieder hell haben. Hier sind auch die Rosen nachgewachsen. Ich hatte mich ausgelockt, das Spiel ausgemacht und eine neue Aufnahme gestartet. Vielleicht ist auch deswegen hier wieder was da. Dann würde ich die Boxen hier einfach mal beim Material reinpacken. Den Stuhl können wir uns, glaube ich, nochmal hinstellen. Hier das Holz können wir auch gleich mal wieder hier dazugeben. Das Metal und Stone. Ne, das war jetzt Stone. Jetzt habe ich das Metal reingemacht. So, und das da. Der eine Stuhl steht ja schon da. Dann können wir den anderen noch schöner gegenüber noch hinstellen. Falls wir mal Besuch bekommen. Gut, dann müssen wir auf jeden Fall vorher was trinken. Ansonsten verdursten wir in der Nacht. Das wollen wir ja nicht. Ich weiß nicht, ob das reicht. Wir versuchen es mal. Und dann legen wir uns mal, weiß nicht, 5 Stunden hin. Nahrung ist auf 0 oder auf 1 hier. Okay, das reicht, glaube ich. Und dann sollte die Sonne bald ja wieder aufgehen. So, hier vorne haben wir immer die Wasserflaschen reingepackt, ne? Ja. Packen wir die dazu. Und dann gucken wir uns da vorne mal an, was wir da machen können. Vielleicht werde ich mir mal noch eine Fackel machen, die wir so dabei haben, zum Tragen. Und jetzt juckt meine Nase und ich muss bestimmt gleich niesen. Jo, da war der Nieser. Gut, dann farmen wir hier unser Felder noch alles ab. Was wir hier so haben. Die hier? Ne, die dürfen wir nicht. Aber den da vorne noch. Und da ist auch noch ein Bäumchen. Die war kaputt. Da könnten wir vielleicht mal eine neue hinsetzen. Eine Wasserpumpe. Da, 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 da. Ich fühle mich hier so ein bisschen alleine gerade. Ich brauche mehr Tiere um mich herum. Vielleicht müssten wir die Kühe nochmal herholen. Ich meine, warum nicht? Wir sollen ja so viele Tiere wie möglich retten. So, solid. Ja, komm, wir nehmen den jetzt mal mit. Okay, wir können hier die Sachen nehmen, aber können wir denn da auch Aloe Vera? Können wir auch neue einpflanzen oder wie läuft das jetzt?
Wir kriegen ja auch ein Seed dazu. Unten haben wir es gerade gesehen. Da haben wir Aloe Vera Seeds bekommen. Aber nur von Aloe Vera, ne? Gleich mal schauen. Hier haben wir noch Hanf. Da kriegen wir Plant Fiber. Und Cannabis. Ach, okay, für Betäubungspfeile brauchen wir das Cannabis und das Plant Baby Crafting. Da haben wir jetzt aber keine Seeds bekommen, nur hier. Wie geht das denn jetzt hier vonstatten? Muss ich hier erst noch irgendwas... Ich kann die scheinbar jetzt nicht einfach so einpflanzen, ne? Ja, irgendwas scheine ich da noch zu brauchen. Wächst hier schon wieder was Neues? Nee, ne? Und der Tag bricht auch an. Wenn nicht, müssen wir gleich mal gucken im Baumenü, was wir da brauchen. Ah, guck mal, hier haben wir die Beeren. Die verschwinden ja komplett, ne? Das ist schon... Irgendwie wird es schon gehen, sonst würden die ja nicht hier oben stehen, oder? Kann ich mir ganz gut vorstellen. Ich weiß halt noch nicht, ob es vielleicht noch gar nicht drin ist, integriert. Wir nehmen einfach mal alles mit. Gut. So viel dazu. Hier haben wir nochmal Dünger, ne? Das Soil. Das hier auch nochmal. Selbst hier draußen könnten wir anpflanzen. So, und die nehmen wir auch erstmal mit. Und hier ist ein Wassertank. Ach, cool. Aber mehr haben wir hier hinten jetzt auch nicht. Oh, meine Nase juckt schon wieder. Ich muss irgendwie die ganze Zeit niesen. Warum auch immer. Da vorne ist auch noch ein Tor. Geht das gesamte Areal bis hier hin? Sieht so aus, ne? Ah. Hey, mein Freund. Na, halt, was ist mit dir? Hä? Wo haust denn du hin? Was haben wir denn hier? Erstmal meine Pfeile wieder, bitte. Haben wir denn noch genug Platz? Wir haben recht viel. Ja doch, das passt noch. Oh, hier haben wir wieder... This is terrible. Oh, hier sind ganz viele Tote. Oh, oh, oh. Ist das hier? Aus wie so ein Hanflager. Oh, da konnten wir... Was? Feeding. Ach, eine Futterstelle. Okay, ist das hier quasi so eine Art Areal gewesen für die Tiere, ne? Was? Oh Gott. Ich habe gerade gedacht, da kommt was angerannt. Arrows. Oh Mann, die sind alle tot. Da ist nochmal so eine Futterstelle. Den Baum können wir auch mal mitnehmen. Vielleicht die Kühe hier rein? Das wäre vielleicht eine Option. Die Zelte hier können wir nicht mitnehmen. Die sind fest integriert. Naja, guck mal, hier ist direkt so eine Futterstelle. Mit einer Wasserstelle. Okay. Brauchen die das denn jetzt zum Überleben, oder? Oh,
Wie geht das jetzt hier ab? Also auf der anderen Seite haben wir, glaube ich, auch nochmal so ein Ding, ne? Hier könnten wir auf jeden Fall ein paar Tiere drin lagern. Das ist auf jeden Fall dafür gemacht. Ist nicht nur wie dafür gemacht, das ist dafür gemacht. Aber wir nehmen erstmal die ganzen Rohstoffe mit. Da vorne haben wir dann noch Stein, den holen wir uns auch noch. Der vorne. Lauf mal. Ja, aber schade mit der Werkbank, ne, dass das nicht geht. Mit diesem Hammer-Ding da. Gut. Das ist recht wenig Wiese hier irgendwie, ne? Weiß nicht, reicht das für die Kühe? Können wir mal gucken, was da drüben ist. Ah. Ja klar, mach mal. Schnee fahren. Ach guck mal, und da oben kann man dann langlaufen und sich die alle angucken, oder wie? Deswegen dieser Gang. Boah. Der Felsen hier hängt. Okay, hier ist clean soweit. Geht das denn jetzt hier die ganze Zeit lang so weiter? Es scheint so, als wenn das hier alles so ein Tierareal wäre, ne? Ich hatte mich schon gewundert, wofür dieser Gang da oben da ist. Ist der nur, um zu sehen, wie sich seine Tiere dann machen, oder... Ja, ne? Das sind alles Gehege hier. Okay. Recht viele sogar. Okay, krass. Wie weit geht denn das? Oh. Hey, Kühe. Da sind noch mehr Kühe. Na ihr? Ihr seid auch. Ah, die sind alle verseucht. Boah, wie krass hier aber. Okay, okay, okay. Verstehe. Er könnte aber auf jeden Fall super dafür nutzen. Wo geht's hier lang? Auch hier noch Gehege. Alter, da verlaufe ich mich doch auf jeden Fall irgendwann. Weil ich nicht mehr weiß, wo ich welche Tiere hingepackt habe. Ich weiß auch nicht genau, wie viele Tiere es jetzt insgesamt auf der Welt gibt. Na gut, wir gehen mal zurück. Wir könnten eigentlich mal diesen Weg hier komplett entlang laufen und einfach mal schauen, wo der hinführt. Aber jetzt ohne Pferd würde ich jetzt auch nicht zu weit weggehen. Sonst verbrauchen wir so viel Kalorien, ne? Ich glaube, wir brauchen wirklich mehr, wenn wir uns schnell bewegen. Zumindest unsere Ausdauer. Ein so ein Feeding-Ding würde ich vielleicht mal bei mir hinstellen, weil ich ja mein Pferd da immer stehen lasse. Das macht sich da vielleicht ganz gut. Und so ein Wasserding müssen wir da nochmal herstellen. Auch für unser Pferd. Und da wollte ich jetzt mal gucken, wie das mit diesen, ob man anpflanzen kann. Ich weiß auch nicht, ob es geht, Bäume nachzupflanzen. Ist ja auch nochmal interessant zu wissen. Metallinger! So, Pflanzen, wir nehmen einfach alles mit. Auch das Timber. Ach, da hat sich unser Pferd hingelegt, ne? Dann machen wir den hier weg. So, wo ist denn der Feeding? Feeding, Feeding, da ist er. Komm, dann tauschen wir das mal aus und packen den hier mal hin. Ich weiß nicht, ob das Pferd da dann rangeht. Können wir eigentlich direkt so da, ne? Dann haben wir hier auch ein bisschen Grün. Wenn wir hier am Ackern sind, kann unser Pferd neben uns was futtern. Die Hunde bewachen. Sehr gut. Läuft.
So, dann packen wir erstmal die ganzen Pflanzensachen hier rein. Das. Beeren haben wir jetzt wieder ein paar. Das gehört ja eher zu Essen. Die. Fleisch haben wir jetzt auch haufenweise bekommen, ne? Wollen wir uns das nochmal kochen? Können wir eigentlich machen, ne? Wir haben ja nur noch 5 da unten. Das sieht doch ein bisschen heller aus als unseres. Ist unseres schlecht geworden? Wenn ich die da so vergleiche, oder täuscht das jetzt nur? Ich hoffe, das täuscht nur. Boiled Meat. Fried Meat. Ah, okay. Es ist Verschiedenes. Gut, den Rest packen wir hier rein. Das Herzlein. Die Beeren können wir ja auch mal eben hier lagern. Basic Crafting Material. Das brauchen wir bestimmt, um irgendwas herzustellen. Gut, dann gehen wir mal an die Werkbank und gucken mal kurz eben. Bevor wir jetzt das essen, essen wir aber erstmal unsere alten auf. Und was trinken können wir auch gleich mal. So, zeig mal her hier. Weapons, Tools, Material. Tain, da sind die, hier sind, nee. Das ist nochmal was anderes. Okay. Die haben wir auch noch nicht gebaut hier, ne? Nee. Müssten wir vielleicht dann auch mal bei Gelegenheit machen. So, da wären wir schon bei Buildings. Large Wooden Plattform. Zäune. Hier, Feeding Heu. Was brauchen wir dafür? Timber und Straw. Okay. Ich weiß halt nicht, ob wir die Dinger brauchen, ne? Spikes, Flag, Sleeping Bag, Campfire Cooking, Basic, Advanced Workshop, ein Schmied, guck mal hier, ein Blacksmith. Sehe ich das ja gerade mal. Carpenterin. Stonemason. Ach, guck mal einer an. Timber Nails. Oh Gott. Clay Steel Eiget. Kitchen. Hier sind nochmal die ganzen Crafting Stationen. Okay. Art Station. Alles klar. Dann würde ich hier so ein Gardening-Ding vielleicht mal versuchen. Da brauchen wir Cloth, Nails und Timber. Cloth, Nails und Timber. So, da haben wir Nails, Animal Hide. Hier haben wir Cloth. Und Timber. Timber. Da. Mal gucken, ob es reicht. Ich habe jetzt nicht auf die Zahl geachtet, aber ich glaube, das sah ganz gut aus. Nee. Was fehlt denn? Ein Timber. Na gut, aber Timber konnten wir, glaube ich, herstellen, ne? Material hier. Timber. Ja, mach mal. Einmal. Ach, weißt du was? Wir können auch einfach mal alle machen. Verbrauchen wir unsere Blöcke hier mal. Wir haben ja noch genug im Lager, falls wir welche brauchen. So, Gardening Sheet. Den zeig mal her. Das ist eine Tannery. Nee, gerade nicht. Also hier Carpentry, ja, Holzfäller, Stein, Schmied, Steinmetz. Naja, gucken wir mal. Muss ich mal gucken, was ein Tannery ist. Sagt mir gerade nichts.
Jetzt hat er beide darauf gepackt. Guck mal. Hammer und? Was sind das? Nimm mal den weg. Den dahin. Gut, komm, den bauen wir uns jetzt noch. Dann schauen wir in der nächsten Runde mal, was wir uns da dran alles machen können. Macht das denn jetzt Sinn, wenn ich den hier hinpacke? Ich denke schon, oder? Mal gucken, wie groß der ist. Boah, okay. Passt der hier noch dazwischen? Könnte man auch machen. Oder? Ich kann den ja zur Not wieder abbauen. Ja, warum nicht, oder? Okay. Cool, man kann auch rangehen. Obwohl, jetzt habe ich mir den Durchgang verbaut, ne? Ne, warte mal, den stellen wir uns woanders hin. Den Durchgang würde ich ganz gerne behalten wollen, falls wir dahinter müssen. Oder dazwischen könnte man bestimmt auch noch was pflanzen. Geht das jetzt? Jo, und wir kriegen auch die komplette Einrichtung. Glücklicherweise. Und nicht die einzelnen Teile nur. Warte mal, dann packen wir uns den hier vorne hin. Und nur schauen. Ach guck mal, der hat da noch so eine dicke Pflanze. Die könnte eigentlich schon fast drinnen stehen, ne? Wenn wir das jetzt so machen, wollen wir mal gucken. Steht die eine Pflanze jetzt drinnen? Ja komm, ist doch okay. Dann haben wir hier drinnen gleich noch eine kleine Deko. Und der passt doch hier super hin. Na gut, alles klar, ihr Lieben. Dann danke ich euch fürs Zuschauen und wenn ihr Bock habt, sehen wir uns dann in der nächsten Runde wieder. Bis denn. Bye, bye.